Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil, in dem wir über die Archetypen der Seele sprechen wollen. Und mein Gesprächspartner bzw. meine Gesprächspartnerin ist wieder Marion Lockert. In den ersten beiden Teilen, die ihr auf thewisdomfactory.net finden könnt unter ihrem Namen Marion Lockert, da haben wir besprochen, was ihr hier im Hintergrund seht, aber vielleicht sehen die das ja noch nicht. Vielleicht musst du mal kurz Ja sagen oder irgendwas. Ich kann dich ja auch erstmal begrüßen. Hallo Marion. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mit dir sprechen kann und über mein Lieblingsthema, die Archetypen der Seele, mit dir plaudern. Ja, wunderbar. Und ich habe noch nicht immer gesagt, wer ich bin. Ich bin die Heidi Hörnlein und habe eben die Wisdom Factory gegründet, wo wir Menschen einladen, die interessante Themen vorzustellen haben und die ich gerne verbreiten möchte mit den Menschen, die mir folgen. Und da fällt mir dabei ein, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal jetzt seid, bitte subscribe. Wie sagt man da auf Deutsch? Abonnieren, sagt man da. Abonniert doch den YouTube-Kanal. Oder abonniert meinen Newsletter, den ihr auf der thewisdomfactory.net Webseite findet. Jetzt wollte ich aber eigentlich darüber sprechen, was wir in den ersten beiden Teilen schon getan haben. Aber nachdem Sie ja die Zuschauer den Skat nicht sehen, der hinter dir ist, da würde ich dich bitten, das zu tun. Okay? Ja, das kann ich gerne machen. Also, die Archetypen der Seele sind ja ein Konzept, was sich vorgenommen hat, zu beschreiben, was Seele ist und wie Seele sich hier auf der Erde entwickelt. Und wir haben diese Seele hat eine Struktur, das heißt, sie besteht nicht nur aus einer Energie, sondern aus verschiedenen Energien und ist sozusagen eine ganz individuelle Kombination und Komposition für dich. Und diese Kombination besteht aus verschiedenen Elementen. Da gibt es erstmal zwei Grundenergien, die unsere Seele ausmachen. Die Seelenrolle oder Seelenessenz und das Seelenalter und der Seelenweg, sorry. Es gibt eine Angstkombination, sehr spannend, darüber haben wir auch ausführlich in einem Video gesprochen. Es gibt ein Entwicklungsziel und einen dazugehörigen Modus, das heißt die Art und Weise, wie dieses Entwicklungsziel gelebt wird. Es gibt eine Mentalität und es gibt ein Reaktionsmuster. Und das, was wir heute besprechen wollen, das ist das sogenannte Seelenalter. Und das ist etwas ganz besonders Spannendes, weil ich denke, dass wenn wir mehr über die Seelenalter wissen, unser eigenes, aber auch allgemein, was das ist und wie es sich auswirkt, dann hilft es nicht nur uns selber besser zu verstehen, sondern ich denke auch, dass es dadurch möglich ist, ganz viel, was hier auf der Welt passiert, mit anderen und zwar verständnisvolleren Augen betrachten zu können. Ja, da stimme ich voll zu. Seitdem ich mit dir anfänglich gesprochen habe, ist es mir eine große Hilfe zu wissen, wie meine Seelenmatrix aussieht und dann von da aus auch zu sehen, was ist wahrscheinlich bei den anderen dran. Und gerade Seelenalter ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das stimmt, das sehe ich genauso. Also es trägt wirklich ungeheuer zum Verständnis bei und hilft auch ein bisschen besser nachzuvollziehen, was sind so unsere Lebensthemen? Was ist ein wesentlicher Teil auch nicht nur der Erfahrungswelt unserer Seele in diesem Leben, sondern auch welche Themen begegnen uns immer wieder? Ja, gern, das stimme ich voll zu. Und magst du darüber anfangen zu sprechen? Als ich nämlich die Bücher las, dachte ich, ich bin wahrscheinlich eine reife Seele. Und als du mir die Matrix gemacht hast, sagtest du, ich bin alt 3. Und vielleicht kannst du einfach erklären, dies, was das bedeutet und dann auch noch, was die jüngeren Seelen und Säuglingsseelen gibt es auch, ja. Und
Vielleicht, wenn, am besten fängst du da an. Vielleicht erkennen wir ein paar Leute in unserer Bekanntschaft, die zu den Jüngeren und Säuglings, sogar Säuglingsseelen gehören. Okay. Ja, also ziemlich unwahrscheinlich. Also ich würde es sogar ausschließen. Gut, ich beginne einfach erstmal damit, die Grundstruktur der Seelenalter zu erklären. Es gibt also 5 Seelenalterszyklen. Und diese Zyklen sind Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Und jeder dieser Zyklen ist nochmal unterteilt in 7 Entfaltungsstufen. Was ist überhaupt Seelenalter und wie kommt das zustande? Ich denke, damit würde ich gerne anfangen. Also, wenn du dir vorstellst, deine Seele kommt das allererste Mal hier auf diese Welt. Das heißt, sie inkarniert sich das allererste Mal. Sie hat vielleicht schon Erlebnisse aus anderen Welten und Erfahrungen aus anderen Welten gesammelt. Aber hier auf der Erde ist sie das erste Mal inkarniert und begegnet Bedingungen, die sie so in dieser Art und Weise nirgendwo anders erlebt hat. Hier auf der Erde gibt es Materie. Es gibt Zeit und Raum. Wir haben einen Körper, also Fleisch und Blut und wir sind Zeit und Raum und der Materie ausgesetzt. Wir haben hier eine Welt, in der wir sekündlich Entscheidungen treffen müssen. Die meisten treffen wir unbewusst, aber viele natürlich auch bewusst. Und wir haben hier auch eine bestimmte Art von Beziehung zu anderen. Es gibt ja hier so etwas wie Blutsverwandtschaft. Wir werden in Familien hineingeboren, die sich nicht durch Seelenenergie bestimmen, sondern die sich durch die Körperenergie bestimmen, könnte man sagen. Und also so gibt es hier eine Reihe von Lebens- und Erfahrungsbedingungen auf diesem irdischen Spielfeld, das die Seele natürlich besonders interessant findet. Wenn also nun eine Seele sich das allererste Mal inkarniert, dann ist alles anders. Nämlich alles anders als in jeglicher anderen Welt, die sie vorher erlebt hat. Und die Seele verbringt den Zyklus der Säuglingsseele in erster Linie erstmal damit, in verschiedenen Themen und aufeinander logisch aufbauend zu erkunden, dieser komische Körper. Also alles ist anders, andere sind anders. Es gibt Freunde, es gibt vielleicht auch Feinde. Es gibt einen Wandel im Laufe der Zeit. Dinge verändern sich in einer linearen Zeit. Es gibt so etwas wie Sprache und Gebärde. All diese Dinge sind Themen, die Säuglingsseelen erstmal erkunden müssen, um sich einzufinden in diese Welt. Und deshalb werden die Säuglingsseelen, die im Augenblick noch geboren werden oder ihre Erfahrungen machen, auch sehr gerne, inkarnieren sich sehr gerne in Ländern, wo es sehr enge Familienzusammenhänge gibt, wo sicherlich auch Technik und solche Dinge noch keine besondere Rolle spielen, wo es also genau die Voraussetzungen gibt, um diese Erfahrungen zu machen. Und das sind natürlich in erster Linie Länder wie Afrika oder Asien oder auch vielleicht kleine Bereiche in Südamerika, die Säuglingsseelen sich besonders gerne auswählen, um besonders praktische Voraussetzungen dafür zu haben, genau die Erfahrungen zu machen, die sie machen wollen und sollen. Wenn ich jetzt von Wollen rede, dann ist es das Wollen der Seele, was ich damit meine, und nicht unbedingt ein Wollen, also ein, oder der Wille des Ich. Denn das ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn wir Glück haben,
dann geht es auch zusammen. Ja, die Frage in dem Zusammenhang, es hat ja ein bisschen auch die Seelenalter zu tun mit den Levels of Development, mit den Entwicklungsstufen. Hat eine Säuglingsseele denn überhaupt schon ein entwickeltes Ich, was ja eigentlich in der dritten Stufe erst wäre? Ne? Oder ist es noch, was in Spiral Dynamics beige wäre? Genau, genau. Also interessanterweise ist es so, dass die Spiral Dynamics und die Seelenalter in dieser Archetypenlehre sehr große Parallelen aufweisen. Man könnte wirklich, es ist fast deckungsgleich, nur dass die Stufenunterteilungen andere sind. Aber im Grunde ist ganz viel sonst erstaunlicherweise sehr, sehr ähnlich. Aber ich denke, wenn Ideen sich dem nähern, was man vielleicht Wahrheit nennen könnte, dann muss es Überschneidungen geben. Ja. Gut. Und du hast recht, also Säuglingsseelen haben, also beginnen wirklich erst nach und nach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie ein eigenständiges Wesen sind. Wenn man das vergleicht mit den biologischen Altern, ist es ja auch so, dass der Säugling anscheinend sich in den ersten Monaten im Grunde noch als eins empfindet mit der Mutter und noch gar nicht so etwas wie ein Ich in seinem Bewusstsein hat. Ja. Wenn also nun eine Seele die einzelnen Stufen durchläuft, diese sieben, die jeweils zu einem Zyklus gehören, dann ist es deswegen auch so, dass eine Stufe jeweils zwei, drei oder manchmal sogar viermal inkarniert besucht wird, weil ein einziges Leben häufig gar nicht ausreicht, alle Facetten dieser Entwicklungsstufe zu erfassen. Also es ist sogar häufig so, dass gerade bei der Säuglingsseelenstufe Lebensverhältnisse gesucht werden von der Seele, nicht vom Ich, wo die Säuglingssterblichkeit sehr hoch ist. Ich reime mir das irgendwie so zusammen, dass am Anfang, es ist so ein bisschen so, als wenn die Seele erstmal den großen Zeh in den Teich halten will, bevor sie richtig badet. Und da ist es dann einfach manchmal genau das Richtige, nur wenige Tage oder wenige Monate diese ganz neuen Erfahrungen zu machen, um sich dann wieder zu verabschieden und in eine neue Inkarnation einzusteigen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal für spannend. Das als Idee, weil man fragt sich ja, warum ist das so, ja, dass Kinder schon sterben müssen? Und oft gibt es ja keine wirkliche Erklärung dafür. Und außerdem die Tatsache, dass die Säuglingssterblichkeit früher sehr viel höher war und jetzt geringer, das könnte ja dafür sprechen, dass langsam die Seelenalter sich entwickelt haben, ja, dass also nicht mehr so viele Kinder im Säuglingsseelenalter geboren werden. Also das kam mir gerade so als Idee, das finde ich spannend. Ja. Absolut. Du hast völlig recht, diesen Aspekt habe ich auch noch gar nicht gesehen. Danke für die Inspiration. Ja, genauso würde ich das auch aus dem Archetypenbegriff heraus erklären. Und klar, ich meine, wenn jemand stirbt, ist es für die Angehörigen schlimm, wobei wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es vielleicht eine Kindseelengruppe von Menschen ist, die gerade ein neues Kind bekommen hat und das Kind stirbt sehr schnell, dann ist das für die, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, das zu sagen, aber es hat vielleicht eine andere Art von, es ist eine andere Art von Erfahrung, die weil die viel mehr im Hier und Jetzt noch sind und
in einer unbewussteren Lebensform, ist es dann eben so, ja, dann ist das eben wieder weg. Wenn ich solche Sachen sage, dann klingt das vielleicht erstmal irgendwie brutal oder so. Ich möchte einfach sicher gehen, dass jedem klar ist, wenn ich das so beschreibe, das hat nichts zu tun mit Kaltherzigkeit oder es hat nichts zu tun mit Überheblichkeit oder so, sondern es ist einfach eine Beschreibung, wie es vielleicht sein könnte. Und für mich macht es einfach total viel Sinn. Ja, und mir fällt nämlich dazu ein, Kindseelen wäre ja dann das nächste Seelenalter. Und das, wenn man es in Spiral Dynamic vergleicht, das wäre Purple, wo es noch Tribe ist, ja, also die Gemeinschaft so eng. Und in dieser Zeit, wenn die Menschen da leben, ist Leben und Tod was ganz Normales. Und sie erwarten eigentlich, dass Kinder sterben. Das ist immer so gewesen, ja. Also es ist nicht so wie heute, wie wir sagen, oh Gott, ein Kind ist gestorben, sondern es gehörte einfach zum Leben dazu in einem purpurnen, in einer purpurnen Gesellschaft. Und das finde ich also eine gute Erklärung, gute Parallele. So blöd das ist, ja, also, aber es gab Zeiten, in denen das völlig normal war, dass man auch stirbt, was heute offensichtlich nicht so ganz normal zu sein scheint. Ja, also genau so ist es. Der Umgang mit den Gegebenheiten des Lebens ist einfach ein selbstverständlicherer und auch ein, ja, es gehört einfach zum Leben dazu und wird deshalb anscheinend auch nicht so stark gewertet. Und ja, wenn wir uns die Kindseelen angucken, Kindseelen beschäftigen sich, da es zu der Energie 2, also der Künstlerenergie gehört, sehr viel mit Themen, die mit Emotionen zu tun haben. Und das Seelenalter Kindseele 1 hat zum Beispiel das Thema Unnötiges ist nötig. Finde ich ein super Thema. Also vorher beim Säuglingsseelenzyklus ging es sehr puristisch um die Grundlagen und die Grundelemente des physischen Seins überhaupt. Und jetzt mit dem Zyklus der Kindseele kommt so etwas wie Kreativität und Mentales und Emotionen und mehr Denken auch in das Leben. Das heißt auch so etwas wie enge Beziehungen, und dazu gehören in erster Linie familiäre Beziehungen, du hast eben von Tribes gesprochen, Heidi, sind noch immer etwas ganz Wesentliches. Und die Kindseele ist dadurch auch sehr darauf angewiesen, dass sie die Strukturen und die Regeln, die innerhalb einer Familie oder eines Clans bestehen, versteht, um Zugehörigkeit sichern zu können. Denn nur wenn ich den Regeln folge, die eine Familie oder ein Clan oder ein Tribe sich entwickelt hat, nur dann ist mein Überleben gesichert. Und deshalb ist natürlich auch der Wert Zugehörigkeit einer, der auch in unserer DNA ganz, ganz tief als ein Grundbedürfnis angelegt ist. Ja. Im Kindseelenalter ist es auch noch immer nicht unbedingt so, dass so etwas wie ein Ich-Bewusstsein voll entfaltet ist. Und manchmal ergeben sich daraus ziemlich Verhaltensweisen, die für uns
Westler, vor allen Dingen diejenigen, die solche Programme gucken, wie du das ins Leben gerufen hast, die reife und alte Seelen sind, ganz, ganz schwer verständlich. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, es ging so durch die Presse und ab und zu kommt sowas vor, eine Mutter hat ein Kind geboren und dieses Kind ist dann gestorben und sie hat es dann in die Tiefkühltruhe gelegt. Oder eine andere hatte es irgendwie auf dem Balkon in Pflanzenkübel irgendwie reingetan. Und das ist ja erstmal etwas, wo man denken könnte, also wie kann ein Mensch nur darauf kommen, so etwas zu tun? Und ja, man kann darauf kommen, wenn man so ein Kind noch gar nicht unbedingt als ein vollwertiges, einzelnes Wesen betrachtet. Und auch das, was wir dem Leben beimessen an Wert und Kostbarkeit, einfach noch überhaupt gar nicht so empfinden kann. Und dann hat man eben da so ein totes und weiß nicht so richtig, wohin damit. Und dann könnte man ja überlegen, ja, vielleicht tue ich es mal in die Erde, vielleicht wächst es dann nochmal. Bei Pflanzen klappt das ja auch. Oder so. Also, ja. Es ist wirklich noch so ein bisschen etwas jenseits von Gut und Böse, könnte man sagen. Weil total irrational, nicht? Die haben noch nicht die Möglichkeit zu rationalem Denken und zu einer Weltsicht, die erklärbar wäre. Sondern die sind einfach noch in solchen, ja, wie kann man das nennen, in Traumzustand wäre das. Und die praktischen Sachen, ich finde es wunderbar, wie du sagst, ja, vielleicht ist es wie bei Pflanzen, vielleicht wächst es noch einmal. Das ist, glaube ich, ein schönes Charakteristikum für den Mindset. Wunderbar. Ja, und gleichzeitig, also Kindseelen, sehr viele Kindseelen zum Beispiel leben auch immer noch in Asien und Afrika. Und wenn man zum Beispiel sich anguckt, also Thailand oder Borneo oder so. Und es wird ja von uns Westlern immer voller Entzücken beschrieben, was für fröhliche Menschen das sind, obwohl sie in Lebensverhältnissen leben, die für uns schwer zu ertragen wären. Und ja, Kindseelen haben so etwas ganz natürlich Verspieltes und so. Und die leben sehr im Hier und Jetzt. Und es kann aber auch von einer Minute auf die andere umschlagen in irgendeine Gewalt oder so, wie man das ja auch tatsächlich von kleineren Kindern kennt. Kleinere Kinder haben ja auch dieses, dass Stimmungen von einer Sekunde auf die andere total kippen kann, weil die einfach immer im Hier und Jetzt sind. Kindseelen machen zum Beispiel auch in der Regel keine besonders, in Anführungsstrichen, aus unserer Sicht, anspruchsvollen Berufe. Und zwar deswegen, weil bei dieser Art von Berufen so etwas wie Planung und Zukunftsentwurf vonnöten ist. Und das haben die gar nicht. Für die ist Zukunft, dass man für die Zukunft irgendwie sorgen muss oder so, noch nicht unbedingt etwas Wichtiges. Na gut, vielleicht hebt man sich ein bisschen Nahrung auf oder sowas, wenn man für den nächsten Tag noch was hat. Aber am übernächsten Tag zieht man dann einfach wieder los. Und deshalb ist es auch so, dass es für Kindseelen jetzt keine Beispiele gibt von bekannten Persönlichkeiten, die ich nennen könnte, um zu illustrieren, das und das ist eine Kindseele, um mal so eine plastischere Vorstellung davon zu bekommen. Solche Menschen werden in der Regel nicht berühmt. Ja, das macht total Sinn. Ja, nachdem also der Zyklus der Säuglingsseele und der Kindseele durchlaufen ist, folgt dann der Zyklus der jungen Seele.
Jetzt wird es richtig spannend. Denn junge Seelen sind die Menschen in diesem Seelenalter, die es auf der Erde hier am meisten gibt. Wir haben also einen besonders hohen Prozentsatz an jungen Seelen. Und das ist auch gut so, weil junge Seelen die Seelen sind, die jetzt tatsächlich beginnen, ein Ich-Bewusstsein in großer Stärke und schnell zu entwickeln. Es sind die Pioniere unter uns, es sind die Self-Made Men and Women unter uns, es sind diejenigen, die Expeditionen machen und Dinge erforschen und die den ganzen Laden gebacken kriegen. Ich sage das mal ein bisschen flapsig so. Das hat was damit zu tun, dass die junge Seele der Zyklus ist, der mit der Kriegerenergie verbunden wird. Du siehst hier hinter mir einen Chart und wenn ich mich hier zur Seite beuge, dann ist sichtbar dort, da steht junge Seele und das ist verbunden mit der Kriegerenergie. Die Kriegerenergie ist eine Aktionsenergie. Das heißt, die will handeln, die will tun, die will machen, die will aufbauen. Und ganz, ganz wichtig, ein Krieger und die Kriegerenergie braucht ein Ziel, auf das sie sich richten kann. Und das sind Dinge, die die junge Seele in besonderem Maße auszeichnen. Das finde ich jetzt spannend, weil wenn ich wieder den Vergleich mit Spiral Dynamics nehme, dann würde ich da sehen, dass es sowohl die dritte Stufe als auch die fünfte Stufe können Menschen mit Jungseelen sein, die ausgerichtet sind auf ein Ziel. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, junge Seelen entsprechen Rot, Blau und den Anfang von Orange. Ja, okay. Ich habe nur erst einmal, weil das Zielgerichtete, habe gesehen, Rot und Orange habe ich gesehen. Ja, okay, gut. Ich schaue auch, weil auch ein spannender Aspekt der jungen Seele. Also, junge Seelen haben ein Mindset. Also erstmal, junge Seelen haben ein Mindset. Und dieses Mindset ist ein ziemlich polarisierendes. Eins meiner Beispiele ist immer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, alte Western, noch in Schwarz-Weiß. Da wusste man immer sehr schnell, wer ist der Gute und wer ist der Böse. Nämlich, die Bösen haben die schwarzen Hüte, die Guten haben die weißen Hüte auf. Da war der Fall ziemlich von Anfang an klar. Ja. Und bei den jungen Seelen ist es tatsächlich auch so, sie denken in Schwarz-Weiß. Sie denken in richtig und falsch. Sie denken in gut und böse. Sie denken in Freund und Feind. Und das ist etwas, was ihr Bewusstsein einfach sehr stark bestimmt, natürlich ihre Verhaltensweisen sehr bestimmt und auch ihre Art der Freundschaften, Gruppenbildungen oder so. Und wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Ganz klare Sache. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken über Ambivalenzen und so, ist in deren Bewusstsein einfach noch nicht verankert. Und das ist auch richtig und wichtig so. Denn wenn man jetzt das vergleicht wieder mit dem biologischen Lebensalter und ne, ich denke so an eine Zeit, sagen wir mal so ab 11, 12, so bis Anfang, Mitte 20, da brauchen wir, um uns selber, unser Ich finden zu können, eine klare Grenze zwischen Ich und den anderen und zwischen richtig und falsch. Das ist entwicklungsnotwendig. Das richtet zwar auch viel furchtbare Blutbäder an,
Also die ganzen Religionskriege zum Beispiel sind Jungseelenkriege, natürlich. Da geht es um Macht, da geht es um richtig und falsch, da geht es um, wer weiß die Wahrheit und wer ist der Bessere und wer ist der Überlegenere und so weiter. Also es geht auch um Hierarchien, was dann ja bei Blau auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, und zwar im Mantel, nicht so wie bei Rot im Sinne von Macht. Wenn irgendwann mal Macht ausgereizt ist, dann ist ja das Bedürfnis, da Regeln zu entwickeln, die die Macht ordnen und auch begrenzen. Und da kommt dann eben, ne, dieses richtig und falsch und so muss es sein und so darf es nicht sein. Ja, genau. Und da haben wir also zum Beispiel die USA ist ein ausgesprochenes Jungseelenland. Und wenn ich das jetzt so sage, dann bedeutet das natürlich nicht, dass da keine reifen und alten Seelen oder auch nicht auch mal eine Kindseele sich inkarniert, sondern dass die Jungseelenenergie dort die federführende Mehrheit hat. Und nachdem die USA einen Präsidenten hatte, der eine reife Seele auf der 6. Stufe war, das ist schon relativ alt, da ist er schon im Altersheim der Seelen angelangt, der Barack Obama, haben sie danach einen Jungseelenpräsidenten gewählt, nämlich Donald Trump. Donald Trump ist nach Aussage von Wada Hasselmann, die gemeinsam mit Frank Schmolke übrigens dieses System der Archetypen der Seele vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum maßgeblich entwickelt und differenziert hat. Donald Trump ist eine junge Seele auf der 2. Stufe, das heißt, die beginnt mit Ich-Bewusstsein. Und das Entfaltungsthema von Jung 2 lautet, ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das stimmt. Gerade jetzt wieder, dieser Tage, sehr ersichtlich. Wow. Das heißt also, er hat auch von seinem Seelischen her das dringende Bedürfnis, Welt zu gestalten, Prägungen zu hinterlassen, Fußabdrücke zu hinterlassen, große Schneisen zu ziehen und seine ganze Macht dafür einzusetzen und sein Ego, tatsächlich die Welt nach seiner Vorstellung zu prägen. Das heißt, seelisch gesehen macht er das super. Er ist ein König außerdem noch und da ist das Bestreben nach ich präge meine Umgebung natürlich besonders groß. Seelisch gesehen macht er das wunderbar, genau richtig. Wir haben auch in der Literatur, es gibt da übrigens ein, muss ich jetzt schon mal einflechten, ein wundervolles Buch, wenn du näher interessiert bist, über die Seelenalter was zu erfahren. Das heißt, Junge Seelen, alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Da ist jede einzelne Seelenaltersstufe, also alle 35 insgesamt, präzise beschrieben. Ich finde, es liest sich wie ein Krimi. Ganz großartig. Und die haben zum Beispiel für Jung 1 Paris Hilton identifiziert. Das Thema ist, ich und Körper sind identisch. Das heißt, das ist das Seelenalter, wo es auch darum geht, den Körper genauso zu modifizieren und zu gestalten wie das eigene Ich. Das heißt, ne, Operationen und Krafttraining und Styling und so weiter und so weiter. Ne? Ganz spannend. Das ist spannend, das gibt wieder ein neues Licht für mich. Ah, toll. Das dritte Seelenalter, die dritte
Das dritte Entfaltungsthema auf der Stufe Jung heißt, Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Und hier haben wir energetisch gesehen eine Doppel-3. Also es ist die im dritten Zyklus die dritte Stufe, 3-3. Das heißt, hier ist die Kriegerenergie am reinsten ausgeprägt. Und deshalb ist hier auch das Thema Freund-Feind angesprochen. Und hier ist es also das erste Mal, dass die Seele erlebt, oh, da ist jemand, der war mein Freund und plötzlich ist er auf der anderen Seite. Oder auch umgekehrt, ich habe jemanden als meinen Feind identifiziert, also ich denke jetzt irgendwie an Mafia zum Beispiel, ne? Und plötzlich passiert irgendetwas und ich merke, da wandelt sich etwas. Das heißt, hier ist das erste Mal, dass damit auch die Chance besteht, dass bisher angelegte Denkkonzepte sich verändern können oder in Frage gestellt werden. Sehr spannend. Das finde ich spannend. Mir kommt jetzt als Idee, in der Vergangenheit war es ja so oft, dass Koalitionen der Länder sich veränderten. Vorher war es ein Feindland, dann ist es ein Freundland, dann ist es wieder ein Feindland. Hat es damit zu tun mit den Führern, dass die dann junge Seelen waren in dieser Stufe? Auch eine sehr interessante Überlegung. Das kann gut sein, dass diese Entwicklung prägenden Menschen, also junge Seelen, waren und dass die Stufe 3 besonders besetzt gewesen ist. Aber dass die dazugehörigen Völker müssen natürlich auch, damit das funktionieren kann, auch mindestens diese Stufe haben. Ganz praktisch ist, wenn es auch ein paar Jungvierer dabei gibt, die haben nämlich das Thema Verzicht auf Rache erzeugt Gerechtigkeit. Vorher war es so, dass Gerechtigkeit dadurch erzeugt wurde, dass ne, das, was ich für gerecht halte, wird dadurch erzeugt, dass ich gewinne. Ne? With God on our side, es ist völlig klar, wir gewinnen, also haben wir Recht. Oder wir haben Recht, also wir gewinnen als Motivation. Ne? Also, weiß ich, man denke an Kreuzzüge oder so, wo natürlich auch Kampfeshandlungen und spirituelle Konzepte ganz eng miteinander verbunden waren. Und bei Jung 5 dann ist das Thema, ich nehme mein Leben in die Hand. Das sind diese spannenden Biografien, ich sag mal so, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also, jemand wächst in sozialen und kulturellen Verhältnissen auf, die vielleicht es schwer haben, die durch Mangel geprägt sind, wo auch wenig Bildung da ist. Und dann gibt es da dieses eine Kind in der Familie, anders als die anderen, die irgendwie ein Buch geschenkt bekommen und dann sich das Lesen selber beibringen und irgendwie eine große Karriere machen und ja, ganz, ne, oder weiß ich, wie der Fitnesstrainer von dieser schwedischen Prinzessin oder so, ne, der plötzlich sich in kulturellen Kreisen bewegt, an die er sicherlich nie hätte denken können, aber auch umgekehrt. Umgekehrte Biografien sind möglich. Das heißt, jemand wird in sehr, in Anführungsstrichen, hochstehenden Kreisen geboren und hat dann aber gewaltige Abstiege oder es geht eben so. Also das ist das Seelenalter, wo sehr viel Veränderung passiert und wo das Bewusstsein ganz stark ausgeprägt wird. Ich kann mein Leben selber beeinflussen. Ich habe es zu einem großen Teil in der Hand, das aus meinem Leben zu machen, was ich will.
Das macht mir auch viel Sinn. Und ich dachte gerade, es sind vielleicht gerade die Menschen, die in der Familie dann so Rebellion machen und versuchen auszubrechen und dann manchmal natürlich scheitern, aber manchmal eben großen Erfolg haben. Ne? Sehr gut. Bei der sechsten Stufe ist es dann, mein Verhalten stiftet Lebenssinn. Die sechs ist ja, wie ihr, nein, dort seht, Kriegerenergie. Ich muss das immer spiegelverkehrt machen, deshalb brauche ich einen Augenblick. Das heißt, das ist die Kombination Dreierenergie vom Zykluskrieg, Krieger, in Kombination mit Sechserenergie. Mein Verhalten stiftet Lebenssinn. Das heißt, hier ist eine enge Verbindung zur Priesterenergie, die ja leidenschaftlich ist, die auch missionarisch ist, die aber auch eine unnachahmliche Fähigkeit zum Trostspenden hat und eine besonders sensible und dünnhäutige im Grunde genommen ist. Ja, diese Kombination, mir fällt jetzt leider kein Protagonist ein und ich habe jetzt meine Liste auch gerade nicht dabei. No problem. Ich wollte Aber nur noch mal richtigstellen, am Anfang sagtest du Kriegerenergie, aber du meintest Priesterenergie. Das war einfach ein Versprecher, nur um das klar zu machen für die Leute, die zuschauen, vielleicht durcheinander sind. ja, also Jung, das Seelenalter Jung 6 hat die Energiekombination 3 und 6. Okay. Und 3 sechs ist Priester. und 6 für den. Also ist es das beides. Ja. Bei der letzten Stufe der jungen Seele und die letzten, also die siebten Stufen, die sind immer etwas ganz Besonderes, weil sie einen ganzen Zyklus abschließen. Und jede Stufe hat übrigens auch so etwas wie ein Grundmotto, was sich dann eben fünfmal wiederholt. Und das Grundmotto der Stufe 7 lautet, ich wende an, was ich gelernt habe. Und so ist die Stufe 7 eben eine, die wirklich nochmal sozusagen zusammenfasst und auch im unbewussten Ressourcenspeicher all die Erfahrungen beinhaltet, die eine Seele bis dato gemacht hat. Auch natürlich die Erfahrung aus dem Jungseelen- und Kindseelenzyklus. Also, die Stufe 7 der jungen Seele lautet, ich trage Verantwortung. Das ist also die Kombination von Kriegerenergie und Königsenergie. Kriegerenergie durch den Zyklus, junge Seele. Und die Kriegerenergie der Stufe, die Königsenergie der Stufe 7. Und da haben wir zum Beispiel Wladimir Putin, der eine junge Seele auf der siebten Stufe ist. Und ich trage Verantwortung ist sicherlich ein passendes, eine passende Beschreibung. Ich gehe jetzt mal völlig weg davon, wie ich seine Politik finde oder nicht finde. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Er ist in der Tat ja jemand, der eine Verantwortung für ein Riesenreich trägt. Also auch wenn Russland nicht mehr die Sowjetunion ist, so ist natürlich sein Einfluss auch in den anderen ehemals sowjetischen Staaten immer noch immens. Und er sorgt auch immer dafür, dass das so bleibt. Also auch er ist sicherlich seelisch mit seinem Thema im besonderen Maße beschäftigt. Ein anderer
Vertreter von Jung 7 ist anscheinend, ich greife jetzt mal in eine völlig andere Kiste, Thomas Gottschalk. Und daran musste ich denken, als, vielleicht erinnerst du dich, er hat ja jahrelang diese Wetten, dass Show gemacht. Und dann gab es da diesen Unfall von diesem, von einem Wettanbieter. Und dieser Unfall war so dramatisch, dass dieser Mensch danach im Rollstuhl gelandet ist. Und er hat diese Sendung aufgegeben. Und das ist auch eine Art, finde ich, Verantwortung zu tragen, zum Beispiel. Ein Beispiel aus einer völlig anderen, völlig anderen Spektrum. Ja, ja, die Verantwortung dafür zu übernehmen für das, was passiert ist. Das machen ja manche Politiker auch und manche nicht. Das heißt, wirklich diese enge Verbindung auch der Verantwortung für die eigenen Handlungen und dass das schwerer wiegt letztendlich als persönlicher Profit, ist etwas, was auch erst in einem späteren Jungseelenalter oder erst Reifseelenalter sich überhaupt erst entwickeln kann. Ein Donald Trump zum Beispiel würde nie auf die Idee kommen, für irgendeinen Fehler, den er gemacht hat, also überhaupt irgendwas, was er getan hat, überhaupt als Fehler zu kennzeichnen. Genau, zu erkennen, dass das als Fehler bezeichnet werden könnte. Das sieht man ja jeden Tag. Ja, das gehört nicht dazu. Nee. Da haben sich dann die anderen geirrt oder man vergisst es einfach. Da gibt es einen schönen Spruch, was stört mich, mein dummes Geschwätz von gestern. Genau, Adenauer sagte. Und das heißt, junge Seelen, weil sie eben ganz viel von diesem Kämpferischen, von diesem Machtbewussten und von diesem Durchsetzungsvermögen haben, richten ganz viel Schlimmes an. Sie machen aber auch ganz viele wundervolle Sachen. Also ist es wichtig, das Jungseelenalter auch zu sehen als ein Alter, die etwas aufbauen, die ihre ganze Energie reingeben, um Dinge ans Laufen zu kriegen. Wenn die Welt nur aus alten Seelen bestünde, würde sie nicht funktionieren. Das kann ich mal so sagen. Die jungen Seelen sind die, die die Karre aus dem Dreck ziehen und die die Räder am Laufen halten. Im Wesentlichen. Das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Wir kommen ja sicher noch zu den alten Seelen heute. Ja. Ja. Die reifen Seelen, die sind Spiral Dynamics mäßig so orange, grün, Anfang gelb. Und der Reifseelenzyklus hat das große Thema Verantwortung. Das heißt, die Seele möchte in diesem Zyklus, der ja der gelehrten Energie als vierte Stufe, vierter Seelenzyklus, möchte erkunden und erfahren, und zwar erstmalig nicht mehr unbedingt so sehr in der Außenwelt, sondern jetzt kommt der ganze Prozess in die Innenwelt. Also jetzt geht die Seele nach innen und macht Tieftauchen. Das ist das, was der Reifseelenzyklus ganz besonders hat. Das heißt, Beziehungen werden plötzlich problematisiert. Eigene Empfindungen werden plötzlich problematisiert.
alles ist plötzlich irgendwie Problem. Das heißt, man könnte sagen, vor allen Dingen eben bei reifen Seelen, reife Seelen lieben Probleme. Die Ichs nicht unbedingt immer. Aber die Seelen lieben Probleme, weil Probleme sind die Nahrung für Bewusstwerdung. Und das ist das, also Bewusstwerdung auf der reflektierenden, forschenden, ins Detail und in die Tiefe gehenden Ebene, wie es der gelehrten Energie entspricht. Das ist das große Thema. Und ist dir das recht, wenn ich bei den späteren Seelenaltern die einzelnen Stufen anspreche? Gerne. Ich finde das so super interessant. Gerne. Also die erste Stufe der reifen Seele hat das Grundmotto, ich sammle neuen Mut, wie jede erste Stufe, und das Thema Freiheit in Abhängigkeit erfahren. Und ich finde, allein schon diese Themenformulierungen wecken immer ganz, ganz viele Assoziationen von mir. Ich denke an Menschen in Gefangenschaft zum Beispiel tatsächlich, die also ne, physisch eingesperrt waren und sich aber trotzdem erarbeitet haben, eine innere Freiheit zu haben. Die Gedanken sind frei, sind ein typisches Reif-1-Lied. Ja, ich denke an Bonhoeffer, ne? Ja, das könnte... Okay. Aber klar, ganz viele Menschen, die in irgendeiner Weise eingesperrt waren, es heißt ja hier nicht in Gefangenschaft, sondern in Abhängigkeit. Es kann Abhängigkeit von einer anderen Person sein, es kann Abhängigkeit, eine wirtschaftliche Abhängigkeit, es kann eine Abhängigkeit von Drogen oder solchen Dingen sein. Also es ist ja ein sehr vielfältig nutzbares Wort und ein vielfältig nutzbarer Zusammenhang. Dieses Freiheit in Abhängigkeit erfahren bedeutet ja, dass ich auf dieser Stufe lerne oder meine Seele auf dieser Stufe lernt, nein, es sind nicht alleine die äußeren Umstände, die mich prägen. Es gibt ein Ich, es gibt ein Inneres, es gibt eine innere Welt, die stärker ist als diese äußeren Umstände. Und das ist ja wieder eine ganz wesentliche Erkenntnis, eine ganz wesentliche Entwicklungsstufe, so wie ich zumindest finde, diese Entwicklungsstufen tatsächlich auch logisch aufeinander aufbauen. Übrigens ist es auch ganz spannend, ich mache mal eine kleine Volte. In unserem biologischen Leben titschen wir diese Seelenaltersthemen auch an. Das heißt, es kann ganz spannend sein zu betrachten, gerade wenn jemand schon ein paar mehr Jahre gelebt hat, wie du und ich, zu gucken, Mensch, Freiheit in Abhängigkeit erfahren, wann hatte ich denn das Thema in meinem Leben, obwohl ich nicht Reif 1 bin, aber ne, wann war das so, wann gab es sowas in dieser Richtung? Wann habe ich meine eigene Befreiung aus bestimmten Zusammenhängen entwickelt, wie zum Beispiel, weiß ich, der Student, der auch im 12. Semester noch Geld von seinen Eltern bekommt, ne, ist ja auch eine Abhängigkeit, und sich aber trotzdem darum schert, nicht darum schert, was die Ansprüche seiner Eltern sind, bis er dann irgendwann mal dazu kommt, was Hellinger genannt hat, Erwachsensein heißt, etwas zu tun, obwohl einem die Eltern dazu geraten haben. Ja,
Die Stufe Reif 2 heißt anderen und sich selbst Unrecht vergeben. Du kannst dir vorstellen, dass in diesem Seelenalter besonders viele Verstrickungen gelöst werden. Also, was jetzt das Stichwort Karma zum Beispiel angeht. Karma ist etwas, was hauptsächlich in der Jungseelenstufe erzeugt wird. Nämlich immer dann, wenn ich das Leben eines anderen mutwillig so beeinträchtigt habe, dass er seinen ursprünglichen Lebensplan nicht vollziehen konnte. Das ist also eine, hier in diesem Denksystem eine ganz enge Definition von Karma. Das heißt, nicht bei jedem dem anderen die Vorfahrt nehmen, entwickeln wir Karma. Ich sage das mal ein bisschen fies. Sondern nur, es muss also wirklich etwas so. Aber anderen und sich selbst Unrecht vergeben ist zum Beispiel ein Seelenalter, bei dem ganz viele karmische Verstrickungen durch umgekehrte Rollen, also Erfahrungen in umgekehrten Rollen, aufgelöst werden. Das heißt, ich tue dem anderen etwas an und muss auch mir selber dieses Unrecht vergeben. Oder jemand anderes tut mir etwas an und ich aktiviere mein Bewusstsein, um da etwas Stärkeres gelten zu lassen. Das ist ja auch Unrecht vergeben noch etwas anderes als auf Rache verzichten. Weil aus Rache verzichten denke ich immer noch, der andere ist das Schwein, aber ich mache jetzt, ich schieße den nicht tot. Lasse Gnade vor Recht ergehen, ist das. Gnade vor Recht. Und hier geht es jetzt darum, anderen und sich selbst Unrecht zu vergeben. Das ist eine wichtige Stufe. Und ich denke, was du vorhin gesagt hast, dass es im eigenen Leben, wenn man schon ein bisschen älter ist, die, so eine Art von Stufenabfolge erkennen kann, wie das ja auch in Spiral Dynamics ist letztendlich, das finde ich spannend. Und ich kann mich gut erinnern an diese Zeit, wobei ich es fast einfacher fand, anderen Menschen zu vergeben als mir selber. Genau, das hat mit deinem Angstmuster zu tun. Ne? Genau. Sehr spannend finde ich auch die Stufe Reif 3, die lautet, einem schlechten Herrn treu dienen. Hier denke ich, ich habe eben zwei verschiedene Sachen im Sinn gehabt, an zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, bei einer Rückführung, die ich mal gemacht habe, bin ich gelandet als ein Sklave von irgendeinem Trierer hochstehenden Herren in der Römerzeit. Und wir hatten ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Und ja, aber ich denke noch viel mehr an heutige Zusammenhänge. Es gibt ja manchmal Beziehungen oder Ehen, wo es eine Person gibt, die irgendwie alles unter ihrer Knute hat und die sich nach unseren Maßstäben wirklich schlecht benimmt. Und der Partner bleibt und bleibt. Und alle Freunde und Freundinnen reden schon immer und so weiter. Und der bleibt und man fragt sich, Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Und es ist wirklich ganz, ganz schwer, es nachzuvollziehen. Und als ich das erste Mal eben gehört habe, einem schlechten Herrn treu dienen, ist etwas, was unsere Seele lernen will. Also eine Loyalität, die über sämtliche Gerechtigkeit und über jede
sozusagen Gegenleistung hinausgeht, dass es das als Entfaltungsthema gibt, ist mir so manche Beziehung klarer geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, was weiß ich schon, was diese Seele oder diese beiden Seelen, oft sind das dann ja Verabredungen auch, was die gerade miteinander lernen wollen und was maße ich mir an, zu beurteilen zu wollen, wer jetzt auf Deutsch gesagt das Arschloch ist. Ja, ja. Ich habe auch da Beispiele im Sinn und das hilft mir jetzt auch, das besser zu sehen. Danke. Ich denke hier zum Beispiel auch an solche Zusammenhänge wie, du hast vorhin Bonhoeffer angesprochen, in den KZs gab es ja als Aufseher rekrutierte Insassen, die dann auch ihren ungerechten Herren treu gedient haben. In der Psychologie nannte man das dann häufig auch Identifikation mit dem Aggressor. Das heißt, natürlich spielen da psychische Phänomene auch noch mit einer Rolle. Aber auch da gab es sicherlich ein großes Feld an Erfahrungen für dieses Seelenalter. Ja. Reihe 4 beschäftigt sich mit dem Thema aus Liebe auf Wesentliches verzichten. Ach, übrigens bei Reif 3 ist der Abschluss der Entfaltungsaufgabe übrigens dazu muss ich noch ein paar mehr Sachen sagen, sorry. Also zum einen, einem schlechten Herrn treu dienen. Es kann übrigens auch sein, dass man das von der anderen Seite erfährt und selber der schlechte Herr ist. Und am Ende dieses Zykluses geht es dann darum, das eigene Herrsein zu erfahren und auch zu erfahren, dass die Loyalität zu sich selbst größer sein kann als die zu jemand anderem, zum Beispiel. Wo sich das dann auflöst. Ja. Aus Liebe auf Wesentliches verzichten ist die erste Stufe, wo tatsächlich das Wort Liebe so ausdrücklich thematisiert wird. Und das führt mich dazu, nochmal darauf hinzuweisen, unsere Seele ist ja hier, um Erkenntnis anzureichern, aber auch Liebesfähigkeit anzureichern. Das heißt, jede Stufe dient im Grunde dazu, Erfahrungen zu machen, seine eigene Liebesfähigkeit zu erhöhen. Und aus Liebe auf Wesentliches zu verzichten, heißt ja, dass ich die Liebe über eigene Bedürfnisse stelle und heißt nicht auf Wichtiges, sondern auf Wesentliches. Das heißt, auf Dinge, die zu meinem Wesen gehören, verzichte. Ein Beispiel für Reihe 4 ist unsere Bundeskanzlerin, Angela Merkel, seine reife Seele auf der 4. Stufe, eine Heilerin. Und auch ihre Politik kann man sehen, wie man will. Das, was ich schon denke, ist, dass sie durch die Arbeit, die sie macht, auf sämtliches Persönliches verzichtet zugunsten ihres Landes. Und ich persönlich glaube schon, dass sie das auch wirklich so empfindet, dass sie da dem Land einen Dienst leistet. Ja, und ich kann das sehen und spüren. Also natürlich, die hat auch Macht als Modus, natürlich ist ihr Macht auch wichtig und sie braucht natürlich auch, gerade als Heilerin, diesen Modus Macht, um überhaupt so eine Funktion ausfüllen zu können und dass sie da dann ihre Stritten zieht, klar.
Aber ich glaube, ne, als Heilerin wohnt ihr das ja sowieso inne, sie dient voller Überzeugung ihrem Land, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie dabei auch Dinge tut, die andere Menschen vielleicht als Fehler empfinden, das ist klar. Ja, absolut, ja. Das heißt also, es kann bei dieser Stufe, also es muss bei dieser Stufe etwas sein, auf das verzichtet wird, was wirklich etwas ist, was eigentlich als unabdingbar empfunden wird. Ein anderes Beispiel könnte sein, wenn eine Frau um der Beziehung willen auf Kinder verzichtet, weil ihr Mann keine bekommen kann zum Beispiel oder keine möchte, aus irgendwelchen Gründen, und sie bei ihm bleibt. Obwohl sie dringend Kinder wollte, das heißt, sie hatte einen ganz anderen Lebensentwurf und bleibt bei ihm, dann ist es auch aus Liebe auf Wesentliches verzichten zum Beispiel. Ja, also das. Ja, kann ich auch was mit anfangen? Ja. Und du kannst sicherlich auch nachvollziehen, dass bisher alle Themen, die ich genannt habe, Themen sind, wo es um starke und stärkste innere Konflikte, Beziehungsproblematiken und sowas geht. Das heißt, es ist alles Innenwelt. Ja, das sehe ich. Bei Reihe 5 geht es um das Thema Schicksal und Leben anderen anvertrauen. Wir haben hier die Verbindung aus reife Seele, das heißt Zyklus 4, Energie 4, mit Energie 5 von der Stufe 5, also Gelehrten- und Weisenenergie als Kombination. Und ich würde gerne mit einem Beispiel beginnen hier. Nämlich Helmut Schmidt. Ein Krieger von seiner Seelenrolle her. Und wenn ich an Helmut Schmidt denke, hat er mindestens zwei wesentliche Momente in seinem Leben gehabt, wo Schicksal und Leben anvertrauen eine ganz besondere Bedeutung hatten. Einmal bei der Hamburger Sturmflut, wodurch sein Eingreifen und seine Leitung der Rettungsaktionen viele tausend Menschen sich also ihm anvertraut haben. Ne, man kann das auch so rum oder so rum machen. Und in dem Fall war er es, dem das Leben anvertraut wurde. Und das zweite, Mogadischu. Ja, ich erinnere mich. Da hatte er ja sogar die Entscheidung über Leben und Tod zu treffen im Grunde. Also stürmen wir die Maschine und nehmen möglicherweise in Kauf, dass die Insassen im Flugzeug umgebracht werden. Oder geben wir den Entführer nach und provozieren dadurch möglicherweise weitere Morde und Gewalttaten. Also kann man schon sagen, dass er in seinem Leben wirklich in sehr besonderer Weise und sehr dramatischer Weise mit diesem Thema befasst war. Das muss nicht immer diese Dramatik haben, natürlich, wie sie jetzt bei ihm hatte, aber ich finde, dieses Beispiel passt einfach so ganz wunderbar, um zu illustrieren, wie dieses Thema wesentliche Momente unseres Lebens bestimmen kann. Es ist übrigens manchmal so, dass
bestimmte Themen uns das ganze Leben oder wesentliche Teile unseres Lebens intensiv und direkt beschäftigen. Und es kann auch manchmal sein, dass die Entfaltungsaufgaben sehr punktuell kommen. Das heißt, es gibt nur bestimmte, weiß ich, 3 Tage oder 10 Minuten, die das unser Leben im Wesentlichen bestimmt. Aber da wir ja seelisch noch einige andere Dinge zu tun haben, sind wir trotzdem ganz beschäftigt. Ja. Okay. Dann kommen wir zur 6. Ja. Trennung von Schuld und Unschuld aufheben. Das heißt, wie sagt Frank Schmolke immer, das ist die Stufe, in der Spiritualität und Transzendenz nicht mehr geleugnet werden kann. Das heißt, spätestens hier ist das Bewusstsein davon, dass wir hier nicht nur das Irdische haben, sondern dass wir umgeben sind von anderen Kräften, die andere Ordnungen haben, unausweichlich. Das heißt, wir sind hier am Beginn der Stufe Gelb, würde ich sagen. Und das ist auch die Stufe, in der, wie man das bei den Spiral Dynamics sagen würde, Second Tier einsetzt. Das heißt, ab der Stufe ist es endgültig so, dass auch gesehen werden kann, welche Kräfte und Ressourcen in diesen anderen Stufen vorhanden sind. Auch die reifen Seelen davor, auch wenn sie sich Gerechtigkeit, Ökologie, Solidarität und alles Mögliche auf die Fahnen geschrieben haben, das sind natürlich die, die sich besonders dafür einsetzen, sind ja häufig so, dass sie die Qualitäten von Blau und Rot, das heißt das Jungseelentum, sehr stark ablehnen und dämonisieren. Und ich denke, bei Reif 6 hört das auf. Die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben bedeutet, zu akzeptieren, wahrzunehmen und dem zuzustimmen, dass es 2 Ebenen gibt. Es gibt einmal die weltliche Ebene, auf der natürlich unsere Taten Folgen haben. Also wenn ich jemanden umbringe, dann ist der andere tot. Und zwar durch meine Hand. Und das ist Schuld. Ich habe da etwas getan. So. Und gleichzeitig gibt es aber eine seelische Ebene, wo es zum Beispiel sein kann, dass hier eine karmische Verstrickung gelöst wird, dass eine Verabredung zweier Seelen stattgefunden hat. Und das heißt, das, was ich auf dieser Ebene ganz klar als, auf dieser Ebene ganz klar als Schuld dargestellt hat, bekommt durch diese Ebene plötzlich eine andere Dimension hinzugefügt und stellt damit dieses hier auch in Frage. Das heißt, wo vorher, wenn ich nur auf dieser Ebene bleibe, Schuld und Unschuld klar voneinander zu trennen und zu unterscheiden waren, ist es spätestens hier durch das Hinzufügen dieser spirituellen Ebene nicht mehr so möglich. Auch bei anderen schuldhaften Verstrickungen zu sehen, es gibt auch noch andere Dimensionen, weiß ich, ne? Ich denke jetzt gerade an Familienaufstellungen, die Dinge, die da sichtbar gemacht werden, was da noch alles wirkt. Wenn in Gerichten Menschen dafür kämpfen, dass
soziale und psychische Bedingungen auch eine Rolle spielen bei der Schuldfindung und so weiter. All das sind ja Kriterien, die es plötzlich nicht mehr so einfach sein lassen, was Schuld ist. Und diese Stufe ist eine ganz, ganz wesentliche, weil sie wirklich diesen Schritt in das Bewusstsein von Spiritualität gehen. Natürlich, wenn jemand ein Priester ist, dann wird er schon viele, viele Leben vorher sich sehr mit Spiritualität beschäftigen. Und eine Kindseele hat ihre Spiritualität, die natürlich in animistischen Vorstellungen in der Hauptsache bestehen. Ne? Die Jungseelen haben die monotheistischen Religionen, ne, damit sie für was kämpfen können, ist ja klar. Und die reife Seele hat auch noch die monotheistischen und wechselt dann aber, also beginnt aber das mehr und mehr in Frage zu stellen und zu sagen, ja, also irgendwie oder es hat oft auch atheistische Züge. Und hier ist jetzt aber die Dimension der Spiritualität wieder maßgeblich. Ja. Ist viel Stoff, ne? Es ist eine Menge, aber ich denke, wir gehen doch trotzdem durch und machen nicht nochmal einen neuen Take, weil gehen wir lieber ein bisschen länger. Aber wir sind ja schon bei der letzten, beim letzten Lebenszyklus der Reifenzellen. Möglichkeiten und Grenzen des Wollens erkennen. Ja. Das ist Reif 7, finde ich, so ein spannendes Seelenalter. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten auf Reif 7. Und eigentlich finde ich es ja total gemein, weil ganz, ganz häufig bei Reif 7 ist es so, was die anpacken, das gelingt. Beneidenswert. Unglaublich. Weil bei Reif 7 sind sie wieder, ich wende an, was ich gelehrt habe, im Grunde auf der Höhe ihrer Potenz des Reifseelenzyklus. Und sie haben eine Kraft und sie haben eine Gestaltungspower, die wirklich ihresgleichen sucht. Es geht ja bei dieser Stufe darum, die Möglichkeiten und auch die Grenzen des Wollens zu erkunden und dadurch auch eine wichtige Unterscheidung zu treffen. Und das ist genau das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich den Unterschied zwischen dem Willen des Ich und dem Wollen der Seele. Also, ich habe diesen Willen des Ich und ich kann ganz viel damit erreichen und bewirken. Und dann gibt es da aber möglicherweise auch das Wollen der Seele, ich glaube ja. Und wenn das zusammentrifft, dann ziehen wir sozusagen an einem Strang und die Chance, dass das gelingt, ist extrem groß. Wenn das Ich etwas anderes möchte als das, was seelisch vorgesehen ist oder seelisch notwendig erscheint, so möchte ich es gerne sagen, dann wird das Ich daran erstmal scheitern. Das kann nicht, muss nicht bedeuten, dass nicht 3 Jahre später der Weg dafür frei ist. Aber es gibt eben dann auch manchmal Dinge, die bei aller Kraft, bei aller Kompetenz, bei aller Motivation und Power, man sich die Zähne dran ausbeißt. Und wie dann der Norddeutsche gerne so sagt, es ginkte nicht. Ja, kommen wir jetzt zu den alten Seelen. Genau. Du sagtest, wenn alle Menschen alte Seelen wären, dann würde nichts mehr passieren auf der Welt. Da meinst du sicher die letzten alten Seelen, denn wir früheren alten Seelen tun ja noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, dass du und ich, wir beide das so empfinden und erfahren, weil wir beide genau das Seelenalter haben, wo nochmal sehr viel passiert, nämlich all 3. Das liegt an der Kombination von Zyklus 5,
Waisenenergie mit 3 Kriegerenergie. Ne, da ist nochmal Power angesagt. Wie ich sagte, der Reifseelenzyklus hatte das Thema Verantwortung übernehmen, Auseinandersetzung mit Beziehungen. Bei der alten Seele ist das Thema Individuation. Das bedeutet, dass es nicht mehr so viel darum geht, etwas zu tun, um etwas zu bewirken, sondern mehr und mehr die Erfahrung machen, dass das Tun einer alten Seele ein allenfalls energetisches ist, aber nicht mehr unbedingt ein handelndes. Und um diese Entwicklung einzuleiten, lautet deswegen auch das erste Thema von Alt 1, aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral handeln. Und diese Stufe, dieses Thema, diese Erfahrung brauche ich, um mich mehr und mehr unabhängig zu machen, was die Gesellschaft von mir erwartet. Und zwar auf moralischer Ebene. Und das kann, je nachdem, in welchem Zusammenhang ich lebe, bedeuten, dass ich irgendwie in den südamerikanischen Dschungel auswandere und da mein Leben friste. Kann aber auch bedeuten, wenn ich meine Reifseelen-Peer-Group vor den Kopf stoßen will, dass ich dann doch die Schönheitsoperation mache, wo alle sagen, ja, du hast ja wohl eine Klatsche. Also, es gibt sehr vielfältige Möglichkeiten, gegen gesellschaftliche Moral zu verstoßen. Wichtig ist eben, dass es hier darum geht, dass meine innere Überzeugung mehr und mehr mein Maßstab wird. Egal in welcher Umgebung ich lebe. Und dann als Vorsitzende von Greenpeace einen SUV zu fahren, ich sag, könnte genauso dazu gehören. Ich sage jetzt mal, ich habe keine Ahnung, wer das ist und so, aber nur um ein Beispiel zu geben. Ja, und solche Beispiele gibt es schon. Es kommt man immer wieder mal, wo man denkt, wie passt denn das zusammen? Ja, da würde es passen. Im Zweifelsfall zu sagen, ihr könnt mich mal. Das Thema der Entfaltungsstufe 2 ist sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen und dafür auf die Bewunderung anderer verzichten. Auch hier, na, hier ist es eine Stufe weiter. Vorher war es noch, ich folge meiner eigenen Moral. Und jetzt geht es plötzlich um Bewunderung. Wir haben hier Alt-2, also Kombination von Waisen- und Künstlerenergie. Es geht also um Originalität und, das ist, ne, und um besonders starke Expression, Selbstausdruck. Und was ich hier interessant finde, ist, hier steht nicht sich selbst aufrichtige Anerkennung zollen, sondern hier ist von Bewunderung die Rede. Es geht also nicht um Anerkennung einer Leistung, was wir natürlich als Leistungs-, ne, geprägt von der Leistungsgesellschaft, was wir natürlich schnell denken häufig, sondern es geht um Bewunderung, also zu sagen, oh, Heidi, was für ein Wunder bist du. Du bist ein Wunder. Ja, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, dass ich das auch schon mal gelebt habe. Da kam ja dann die Selbstverleugnung hier, das lassen wir jetzt mal.
Also ich kenne sehr viele Allzweier, die übrigens auch häufig das Thema Selbstverleugnung, also die Angst vor Unzulänglichkeit haben, weil ihnen das auch hilft, sich mit diesem Thema immer auseinanderzusetzen. Du bist dann ja immer an deinem eigenen, bin ich gut genug, bin ich genug, bin ich genug dran. Interessant ist auch bei diesem Seelenalter, dass es darum geht, um diese Entwicklung hinzubekommen, muss ich mich erstmal mit Bewunderung vollsaugen, bis die Schwarte kracht. Also ich muss erstmal ein, zwei Leben mindestens nehmen, mich bewundern lassen und üben darin zu baden. Bis ich dann so vollgesogen bin mit Bewunderung und mit deren Hilfe von außen, auch mit meiner eigenen, dass ich es nicht mehr brauche und dass ich dann im dritten Leben auch von der Bewunderung der anderen unabhängig bin, so weit, dass vielleicht sogar Missachtung zu meinem Erfahrungsschatz gehört. Also es gibt, dann weiß ich, das Thema Mobbing, das Thema ungerechte sonst wie Behandlung, ausgegrenzt werden in irgendeiner Form. All das gehört dann dazu und ist natürlich auch nicht so leicht zu nehmen. Was aber notwendig ist, um wirklich auch zu prüfen und zu verifizieren, ich halte mich immer noch für ein Wunder. Und es kann mir gleichgültig sein, und das ist es dann eben im besten Fall, völlig gleichgültig, ob da irgendwer anderes in diese Bewunderung einstimmt oder nicht. Die Stufe, die dann kommt, und die betrifft ja uns beide, Heidi, lautet, wie du weißt, präzise Innenschau mit aktiver Außenwirkung verbinden. Und im Grunde ist das nochmal einen draufgesetzt. Also präzise Innenschau bedeutet, sich selbst besonders intensiv wahrzunehmen, innere Regungen, bewusst, unbewusste Dinge bewusst werden zu lassen und so weiter. Und das mit aktiver Außenwirkung zu verbinden, das bedeutet, die inneren Impulse, die ich habe, oder auch die Inspirationen, die ich habe, immer gnadenloser rauszuhauen und damit zu wirken. Das heißt, das immer wieder umzusetzen, ein Impuls raus, ein Impuls raus, ein Impuls raus. Ohne Rücksicht auf Verlust. Im Wortsinn. Yes. Darum geht es. Und das deutet vielleicht auch schon an, was spätestens ab da immer deutlicher wird. Alte Seelen sind zuweilen ziemlich unbequem und sperrig. Also, ich hatte ja früher die Vorstellung, gerade ne, es geht um Entwicklung von Liebesfähigkeit, alte Seelen werden also immer, ne, immer lieber. Nein, das ist es nicht, was gemeint ist. Sie werden liebesfähiger. Sie werden liebesfähiger. Das ist ganz gut. Die Unterscheidung ist sehr gut, ja. Ja. Also, ich sage dir mal ein Beispiel. Eine meiner schwersten Seminarmoderationen hatte ich, als ich mit einer, auch zum Thema Archetypen, mit einer Gruppe unterwegs war. Wir haben uns da für ein Wochenende getroffen. Und da waren bis auf zwei nur alte Seelen da. Und ich sollte das also moderieren. Gut, wir hatten also dann vereinbart, musste alles vereinbaren. Es ging also auf keinen Fall, dass ich sagte, so, wir machen jetzt das. Das ging natürlich erstmal gar nicht, sondern das musste nochmal hinterfragt werden oder irgendwie so. Gut, dann waren wir uns einig. Es gab also eine Aufgabe in Gruppenarbeit, Zeit eine Stunde. Gut, die meisten kamen dann auch nach einer Stunde ungefähr wieder und dann gab es ein Grüppchen, da war ein Alt-Vierer und zwei Alt-Dreier und eine Alt-Einser dabei.
die sagt, ja, wir hatten erst angefangen, über das Thema zu reden, aber dann hatten wir doch eher Lust, in die Sauna zu gehen. Und deshalb kamen sie dann 2 Stunden später. Ja, da kann man nichts machen. Ja. Die sind auch nicht steuerbar. Das war ein unglaublich anstrengendes und wundervolles Wochenende. Und ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch ein paar Beispiele beisteuern könntest aus deinen Zusammenhängen. Denn natürlich ist es so, dass wer sich mit den Spiral Dynamics beschäftigt, der ist auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit eine reife oder alte Seele, weil sich erfahrungsgemäß für solcherlei Konzepte junge Seelen nicht interessieren und Kind- und Säuglingsseelen natürlich sowieso nicht achten. Ach nee, ich könnte so viel hinzufügen. Doch, das muss ich noch so sagen. Ja, ist gut. Es wird unendlich, wenn man wirklich in alle Details gehen will. Aber das, was du jetzt gerade sagst, dass man dann einfach 2 Stunden später kommt, das erklärt mir jetzt so manches, weil es geht um eine Person, wo ich gedacht habe, der ist doch eigentlich so weit entwickelt und so. Und wieso, wenn er dann nicht in der Leadership-Rolle ist, sondern in der Teilnehmerrolle, plötzlich, ja, kommen wir mal irgendwann, ja, dachte ich, ups. Möglicherweise jetzt macht das Sinn. Könnte auch noch flankierende Maßnahme sein. Ja. Genau. Das heißt also wirklich, alte Seelen werden immer individualistischer und immer individueller. Und das kann auch so weit gehen, dass wenn man sich so durch eine Stadt gehend anguckt, wer da so mit dem Hut auf der Erde sitzt, dass von den Leuten, die in der Obdachlosigkeit sind, sehr wohl auch einige alte Seelen dabei sind, die das tatsächlich auch so für sich gewählt haben. Also Aussteiger in irgendeiner Form. Dazu würde allerdings zum Beispiel auch All-2 super passen. Ne? Sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen, auf die Bewunderung anderer verzichten. Ja. Ich würde gerne von den alten Seelen nur noch ein weiteres Seelenalter benennen, weil die anderen kann man nachlesen und begegnen einem live nicht so häufig. Was noch häufiger mal vorkommt, ist Alt-4, das Wohl der Gemeinschaft mit dem eigenen Wohl verbinden. Das heißt, hier geht es darum, die Erfahrung zu machen, dass es ganz wichtig ist, über das Wohl der Gemeinschaft das eigene Wohl nicht zu vergessen. Auch mit der Erfahrung, dass das, was ich zum Wohl der Gemeinschaft beitrage, nicht unbedingt etwas Materielles oder Leistungsmäßiges sein muss, sondern durchaus schon etwas Energetisches sein kann. Denn es ist tatsächlich so, dass alte Seelen zunehmend eine Art von Energie ausstrahlen, die Menschen wirklich berührt. Als ich noch viele Trainings für Konzerne gegeben habe, habe ich mal Zeit- und Selbstmanagement gemacht. Und in diesem Seminar, an das erinnere ich mich besonders, sagten die Teilnehmer dann als Feedback: Also Frau Lockhart, Sie sitzen da vorne wie ein Fels in der Brandung. Und ich natürlich mit Selbstverleugnung dachte sofort, ach du Scheiße, ich bin also langweilig. Dabei kam ich mir selber irgendwie einigermaßen eloquent und temperamentvoll vor. Und ich habe erst viel später verstanden, was die meinten. Die meinten nicht, dass ich ruhig bin im Sinne von, ich spreche langsam oder sonst irgendetwas, sondern das, was die gespürt haben, war die Ausstrahlung, die sie als Fels in der Brandung empfunden haben. Und das ist tatsächlich etwas, was mit fortlaufendem Seelenalter, insbesondere eben bei den alten Seelen, immer weiter ansteigt. Es geht immer weniger ums Tun, es geht immer mehr ums Sein.
Ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe gerade auch wieder ein Feedback gekriegt, als ich Facilitator war und dann sagte dann ein Participant, also einer, der den Vortrag gehalten hat, sagte, danke für deine ruhige Gegenwart. Ja, das ist genau, gehört genau da hinein. Und es heißt nicht unbedingt, dass man selber sich als ruhig empfindet. Also ich durchaus nicht immer, ja, aber die anderen empfinden das so. Und das finde ich total spannend. Ja, aber gerne noch ein bisschen, jedenfalls eine Ausschau auf die anderen Seelenalter geben, Marion. Lass uns noch vielleicht 10 Minuten maximal weitersprechen. Also ein Beispiel für Alt 4 ist Edward Bach, der mit den Bachblüten zum Beispiel. Ne? Der hat das gemacht, was er am liebsten machte, nämlich sich mit Pflanzen und der Extraktion und der Heilmöglichkeit von Pflanzen beschäftigt. Als Gelehrter fand er das besonders reizvoll und hat damit natürlich unglaublich viel auch für das Gemeinwohl getan. Ne? Nur mal so als mögliches Beispiel. Ja. Wir haben bei Alt 5 das Thema unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu kennen. Das ist das einzige Seelenalter, bei dem selbst die Seele nicht weiß, wo es hingeht. Sonst hat die Seele immer einen Plan. Aber da geht es darum, wirklich, ne, hier haben wir wieder 5, das Thema Vertrauen als Oktave. Wir hatten vorher bei Reif Schicksal und Leben anderen anvertrauen. Als 5. Stufe, jetzt haben wir unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu erkennen. Jetzt wird das Vertrauen sozusagen nochmal transponiert auf die transzendente Ebene. Das sind Leute, die haben ganz viele, also oft viele Umbrüche im Leben. Während Alt-Vierer meistens irgendwie ein bisschen skurril sind. Frank Schmolke sagt immer, Alt-3 sind die letzten Normalen. Ne? Sind die Alt-Fünfer wieder ein bisschen mehr geerdet. Bei Alt-6, da ist das Thema durch Sein wirken und auf Tun verzichten. Nelson Mandela ist ein Beispiel für Alt-6. Wenn man sich anguckt, wie lang die Spanne seiner eigentlichen Regentschaft schon war und wie lang die Spanne seiner Führung der Widerstandsbewegung gedauert hat, waren das eigentlich nur wenige Jahre. Er hat aber aus dem Gefängnis heraus, wo er eigentlich nichts tun konnte, eine ungeheure Wirkung auf die Menschen gehabt, ne, der hat ja ganz viel, einfach dadurch, dass er da war und Orientierungsfigur war, wahnsinnig viel bewirkt. Ja, und bei Alt-7 haben wir empfangen ohne zu schenken und schenken ohne zu empfangen. Da überlege ich Dann muss man mir erstmal ein gerade. bisschen überlegen. Ja. Weil es ist ziemlich unnormal, nicht? Dass man schenkt, ohne zu empfangen. Normalerweise ist ja immer durch das Geben empfängt man. Kannst du dann einfach noch ein paar Worte zu sagen, wie man sich das vorstellen kann? Also es gibt in dem Buch Alte Seelen, junge Seelen ein Beispiel, was mich berührt hat. Ich weiß nicht, ob ich es ganz genau zusammenkriege, aber so etwa. Ein junger Mann schleppt sich schwer verletzt in ein kleines Dorf, also hier ist irgendwie vor ein paar hundert Jahren, in ein kleines Dorf, wo eine und schleppt sich in das Haus einer alten Frau. Und sie legt ihn in ihr einziges Bett und er fällt ins Koma und sie pflegt ihn. Er nimmt also, ohne zu empfangen, bewusst jedenfalls, er nimmt diese Pflege dieser Frau. Und nun ist er alt 7. Und es ist irgendwie so, dass seine Ausstrahlung, also seine Energie, seine Frequenzen sich so weit erhöht haben,
dass er eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Und nachts ist es so, sie sitzt neben seinem Bett und kann nicht schlafen, sieht er, wie er leuchtet. Und dieses Licht, dieses Leuchten ist für sie so eine Berührung, so eine Erfüllung, dass sie unglaublich beschenkt wird dadurch. Und er schenkt es, ohne zu geben. Weil es ist ja einfach, er tut nichts dafür. Ja, das macht Sinn. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ansonsten, ich kann mir vorstellen. Was sagtest du jetzt gerade? Außerdem war Osho 7. Und da werden sich sicherlich, gerade bei den Leuten, die ihn selber kennengelernt haben, sicherlich eine Menge Beispiele finden, wo er empfangen hat, ohne zu schenken und geschenkt hat, ohne zu empfangen. Und es sind hier wirklich in erster Linie energetische Phänomene, die gemeint sind. Ja, und wenn wir bei Alt 7 angelangt sind und unsere Seele also mit Alt 7, vielleicht im zweiten oder dritten Leben, Alt 7 abgeschlossen haben, dann ist unsere Seele energetisch so erfüllt, dass sie im dritten astralen Territorium als Helfer und Unterstützer den noch inkarnierten Seelen unserer Seelenfamilie als Helfer zur Verfügung steht. Das würde bedeuten, dass die Quelle ein Mensch gewesen ist, der durch all diese Stufen hindurchgegangen ist? Nein, die Quelle ist eine Seelenfamilie. Die Quelle ist eine, also wenn alle 1000 bis 1200 Seelen, die eine Seelenfamilie hat, wenn alle diese Seelen bis Alt 7 gekommen sind und fertig sind, mit inkarnieren, das ist zu unterschiedlichen Zeiten, nicht gleichzeitig, dann hat sich die Energie der Seelenfamilie so angereichert, dass sie dann vom dritten astralen Territorium auf die kausale Ebene gehen. Und da warten andere Aufgaben auf sie und das sind in der Regel lehrende Aufgaben. Und das sind diese sogenannten kausalen Quellen, wie auch die Quelle Quelle eine ist. Und meine Quelle auch eine ist. Ja, danke. Und jetzt würde ich nur noch als letzte Frage fragen, wie viel Leben minimal oder maximal muss man durchleben, bis man zu Reif 7 kommt? Gibt es da irgend so eine Idee? Ja, so Pi mal Daumen ungefähr 80, ungefähr 100. Ungefähr 100 Leben sind es. Also wenn du, ne, das ist ja eine einfache Rechenaufgabe, du hast 35 Stufen und jede Stufe machst du 2 bis 4 Mal, also im Schnitt 3. Und 35 mal 3 kann ich jetzt nicht rechnen, aber so, also ungefähr, ne? Ein bisschen über 100, ja. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt schon reife Seelen sind, unsere Seelen haben angefangen vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, das kann ich jetzt auch nicht ausrechnen, wenn man eine bestimmte Lebenszeit ein Leben ungefähr 10.000. Das sollte eigentlich dazu führen, dass man keine Angst vorm Tod hat, weil wir kommen ja irgendwann wieder, nicht? Also. Oh, Mariam, das war ein Marathon, den wir. Bitte? Und wenn wir nicht wiederkommen, kommen wir woanders wieder. Oh, das bringt mich jetzt gleich noch zu einer anderen Frage. Ist das, du sagst woanders wieder. Aber wenn wir noch nicht durch sind, durch den Zyklus, müssen wir den nicht durchmachen? Oder können wir nochmal sagen, okay, wir hören jetzt auf und gehen irgendwo? Meines Wissens nicht. Also meines Wissens gehen wir auch durch. Und natürlich haben auch besorgte Menschen schon gefragt, oh Gott, wir haben ja noch ein paar Jahrhunderte vor uns mit unseren Seelen.
hält die Erde denn noch so lange durch? Und die Antwort der Quelle war, es wird auf jeden Fall dafür gesorgt, dass alle den Inkarnationszyklus beenden können. Also das lässt doch hoffen. Ja, oh, Marion, wunderbar. Ich danke dir. Das war wirklich ein Marathon, aber so reich und so, wenn ich dir zuhöre, da blitzt immer wieder auf und verstehen, ja? Ah, dann weiß ich die Person oder mich aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben. Aber vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn du jetzt so durch die Seelenalter erzählt hast. Ich hatte das Gefühl, in meinem eigenen Leben, jetzt im Leben, hatte ich praktisch alle diese Themen ja auch schon mal. Ist das so, dass man das auch noch mal durchlebt? Genau so. Genau so. Also es ist so ein bisschen wie bei Phylogenese und Ontogenese. Das heißt also, so wie der Embryo alle Stadien des Mensch, der Menschwerdung durchläuft, so ist es so, dass, dass das, was wir, was unsere Seele in den einzelnen Inkarnationen durchläuft, sozusagen im Schnelldurchlauf mit der Psyche auch nochmal machen. Das ist übrigens so, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Spiral Dynamics. Wir haben ja mit unserem Seelenalter von vornherein gesetzt ein gewisses Bewusstseinsmaximum, also ein gewisses Bewusstseinspotenzial. Das ist ja bei den Spiral Dynamics anders. Da gibt es ja die Vorstellung, dass man das irgendwie bis Koralle weiterentwickeln könnte oder wohin das auch immer geht. Und diese Vorstellung gibt es hier eben nicht. Hier stellt das Seelenalter tatsächlich das Maximum unseres Potenzials dar. Das heißt also, wenn du jetzt alt 3 bist, ist es schon ein bisschen möglich, noch alt 4 zu verstehen. Alt 5, 6 und 7 zu verstehen, ist eigentlich nicht wirklich möglich. Also es wirklich in der Tiefe zu erfassen. Ja, ja, das macht komplett Sinn. Und ich bin mir auch nicht sicher in Spiral Dynamics, ob die wirklich überzeugt sind, dass jeder da hinkommen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Sondern dass man eben bestimmte Stufen erreichen kann und dann kann man wieder zurückfallen. Aber ob man wirklich weitere Stufen, jeder das Potenzial hat, da hinzukommen, ich glaube auch gar nicht, dass das gefordert wird oder dass es angenommen wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, das passt irgendwie doch ziemlich gut zusammen und dass man immer so weit kommt, wie man kommen kann, aber es heißt nicht, dass man so weit kommen muss. Man kann auch entscheiden, das nicht so weit hinkommen zu lassen, jedenfalls in Spiral Dynamics, wie das hier mit den Seelenaltern ist. Das sieht ja so aus, als sind die sozusagen dir in die Wiege gelegt. Genau, während Spiral Dynamics, die psychosozialen Entwicklungsstufen sind ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt, aber die sind nur als Potenzialität vorhanden. Ja, so könnte ich das, glaube ich, zusammenfassen. Es ist super spannend. Ich sage, es ist super spannend und ich möchte jetzt dir sehr, sehr danken für all die drei langen Gespräche, die wir hatten und die das doch sehr auf den Punkt bringen. Und ich hoffe, dass wir andere Menschen inspirieren können, sich damit auseinanderzusetzen. Und nicht mal nur so ein Buch lesen, wie ich das anfangs auch tat, sondern wirklich tiefer gehen und möglicherweise sich mit dir in Verbindung setzen, weil deine Beratung hat mir wirklich total gut getan. Kannst du noch mal deine E-Mail oder Webseite nennen? Ja, das ist www.mli, wie Marion Lockhart Institut, mli-spirit.de. Oder leichter zu merken vielleicht noch, mein Blog ist www.sinnundsein.me. .me, ja. Was heißt das? M-E. M-E. M-E, nicht M-E. Okay, gut. Ja. Wunderbar. Und damit danke ich dir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich würde mich sehr freuen und danke dir sehr dafür, dass wir miteinander geplaudert haben und für diese tolle Gelegenheit hier, dich in deinem wunderbaren Forum zu unterstützen. Ja, danke. Tschüss dann erstmal.